Umwerfen. Ja, ist klar. Das mache ich auch hauptberuflich. Bäume umstoßen. Naja. Kann ja jeder. Okay. Da ist wieder der Geist. Gut gemacht. Lass uns weitergehen, Brüderchen. Ja. Versteckte Täler sind genau mein Ding. Aha. Ist hier nichts, okay. Ja, wir kommen ja schon. Verdammt. Da war er doch schon wieder, oder? Er sieht fast aus wie... Oi. Alte Ruinen. Hier hat vor langer Zeit jemand gelebt. Hier lebt immer noch jemand. Bams. Ja, gut. Das sollte es auch. Oje. Ja, hier sind schon wieder ein paar Hütten, ne? Und überall reinrennen muss. Wow. Müssen wir auch aus den Rohren rauszukommen da? Mhm. Ein Eimer mit Fisch. Und der Fisch ist nicht schlecht. Das ist eine Ruine. Na gut. Nichts gesagt. So, haben wir hier noch was? Tatsache, da liegt eine Goldpfanne. Ulu-Puppe. Ja, wir schwimmen schon in Gold. Oh, diese blöden Affen, ne? Bams. Autsch. Betty, du hast auch treffen. Boah. Also, sie sind das hier gewohnt als im ersten Teil. Im zweiten, Entschuldigung. Deutlich das hier. Oh, warte mal. Kurz ein bisschen Proviant naschen. Also so. Heute sind hier nur noch Affen. Ja. Also die Krabben sind einfacher geworden und die Affen nerviger. Naja. Wir haben Kreaturen aus Gothic. So super. Ein Schmiedehammer. Priestermaske, ui. Ein Fernrohr. Na gut. Eine Mücke. Ja. Oh, eine Leiter. Wir müssen uns nicht angucken, wie sie versuchen hochzuklettern. Das ist schön. Messer, Krug. Noch ein Papagei im Flug und noch ein Messer. Das hat sich auch gelohnt. Warum brennt hier die Fackel? Das ist bestimmt eine magische Fackel, die brennt einfach immer. Das war's, ne? Oh. Ja, das nächste Mal nehmen wir die Leiter. Aber Patty ist todesmutig und springt hinterher. Hier waren wir noch nicht, ne? Nee. Eisenerz. Geisterpilz. Ui. Goldenes Zepter. Ja. Ich fürchte, es geht wieder los mit dem ganzen Zeug, was man einsammelt und eventuell behalten muss, aber nicht weiß, was damit anzufangen ist. Also wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, was wir hier ruhig verkaufen können, schreibt es gerne in die Kommentare. Naja, alte Truhe. Oh, nochmal 234 Gold, nicht schlecht. Ein Feuerregenzauber.
sehr hilfreich, wenn du mehrere Gegner ausschalten willst. Ja, dann packen wir uns den doch mal auf die Schnellleiste. Ja, ja. Feuerregen. So, hier war irgendwo eine Treppe hoch, genau hier. Mal schnell einen Proviant reinhauen. Man weiß ja nie, ne? Da stehen schon welche. Also erstmal hier hin. Wie sind die eigentlich dann hier rübergekommen? Ich muss den ganzen verdammten Baum schmeißen. Die sind einfach hier. Na gut. Schau mal, dort drüben ist irgendetwas. Aber es scheint keinen Weg dorthin zu geben. Es sei denn, man kann fliegen. Fliegen müsste man können. Erstmal wieder hier rein. Oh ja, eine Truhe. Ja, was für ein Zufall, dass wir Papageienflug eingesammelt haben, oder? Und hier nochmal 5 Stück drin sind. Aha. Papageienflugzauber. Damit kannst du über Abgründe fliegen. Habe ich mir schon fast gedacht vom Namen her. Okay, von hier kommen wir hoch. Da ist nichts mehr. Packen wir den auch mal die Schnellleiste. So, die 8. Hey. Da gehst du alleine hin. Als Papagei kannst du eine unbegrenzte Zeit gleiten. Du kannst Energie einsetzen, um zu steigen. Sobald deine Energie verbraucht ist, kannst du nur noch gleiten. Ah ja. Oh, es braucht ganz schön viel Energie, um zu steigen, ne? Eine Truhe. Keine alte Truhe mehr, nur noch eine Truhe. Funkelnder Goldring. Silberzungen plus 5, Einschüchtern plus 5. Ah ja. Nehmen wir. Und sonst noch eine Voodoo-Puppe. Aber eigentlich können wir uns den Papageienflug jetzt sparen, oder? Komm, wir springen da rüber. Dann tun wir uns auch nicht weh. Ah. Weiß noch nicht, wie häufig der ja zu bekommen ist. Wie oft man den braucht. Also. Lieber ein bisschen aufheben, ne? So, Patty, komm ran. Na denn, guten Tag. Piraten. Tja, das war zu erwarten, dass wir hier nicht die Einzigen sind. Wir müssen sie aufhalten. Sonst sind sie vor uns beim Schatz. Am besten du fegst sie mit dem Feuerregen hinweg, den du in der Tasche hast. Ja, meinst du? Jetzt wird abgerechnet! Immun. Funktioniert super. Ist alle tot. Mhm. Bams. Ja, tritt nochmal rein. Das war's dann wohl. Diese Halunken sind nur die Nachhut. Ein Teil von ihnen ist bestimmt schon im Tempel. Na dann. Wer führt diese Jungs an? Was meinst du? Wir werden schon bald herausfinden, unter welcher Flagge sie segeln. Der Kapitän ist mit Sicherheit schon im alten Tempel. Wir müssen unbedingt hinein. Dummerweise ist der Eingang des Tempels versperrt und die Zugbrücke ist eingefahren. Das sehe ich. Ja, aber ein paar Meter weiter unten am Fluss scheint ein Seiteneingang zu sein. Er ist etwas schwer zu erreichen, aber es ist bestimmt nicht unmöglich. Versuch du, einen Weg in den alten Tempel zu finden, das Tor zu öffnen und die Zugbrücke auszufahren. Ich bleibe hier, falls noch mehr von den Mistkerlen hier auftauchen. Ja, ja. Später vielleicht. Falls noch mehr auftauchen, genau. Ein goldener Ohrring, eine Kralle. Rum. Ja, die hatten hier ein bisschen Proviant dabei. Also was hast du noch Schönes? Weiß man nicht. Gold und eine Kralle. Apropos Gold und eine Kralle.
Ausrüstung. Silberzunge plus 10. Das auch noch. Amulett haben wir noch nicht. Nein. Okay. Na denn, fangen wir mal an. Mal gucken, was hier links noch so ist. Oh, war da eine Magiebeere? Ja, natürlich. Ja. War schon mal gespeichert heute? Jetzt. Hier ist nix. Oh doch, klar. Ein Bergkristall. Schick, schick. Oh, der ist leider nicht tot. Autsch, schade. Ja. Muss gleich ran. Komm schon. Komm schon, trau dich. Aha. Autsch. Nicht ausweichen. Ja, das. Puh. Also mit Alligatoren habe ich ja noch ganz schlechte Erfahrungen. Huch, was bist du denn für einer? Eine Wasserechse, autsch, autsch. Wie, du hast kein Loot. Frechheit. So, jetzt noch ein Bergkristall. Schlangenwurz. Hm, sonst war es das hier schon, ne? Habe ich hier genauer geguckt? Hm. Dann mal auf zur anderen Seite. Da steht hier dieser Geisterpirat. Lass mal noch mal kurz stehen. Denn hier oben waren wir noch nicht. Aber sieht so aus, als gäbe es hier nichts. Außer zwei Pflänzchen. Gut, ja, man könnte jetzt mit Papageienflug rüberfliegen. Ich möchte gucken, ob der Pirat unten steht. Und der Geist. Was haben wir hier? Die steht da rum und wartet. Tolle Aufgabe. Da war er wieder. Der Geisterkapitän. Aber wie kann das sein? Kann man hier hoch? Was bedeutet das? Vielleicht finde ich die Antwort in diesem alten Tempel. Ja, vielleicht, ne? Speichern. Na, wer liegt da wieder? Och, weicht doch nicht mal aus. Seid nicht für Viecher, ist ja ausweichen. So, Ruhe. Rohes Fleisch, rohes Fleisch, danke. Wurfdolch und ein toter Pirat. Mhm. Hm. Irgendjemand hat ihn erschlagen. Erschlagen? Ob es das Ding war, was runtergefallen ist? Man weiß es nicht.
So, ich bin drin. Hier entlang muss es einen Weg zum vorderen Haupteingang des Tempels geben. Meinst du? Ein Geisterpilz. Oh, noch mehr Ratten. Ach, wo hau ich denn hin? Wurfdolch. Noch drei Wurfdolche. Hm, hier ist nix. Warte. Gold im Feuer? Ja, ja. Mhm. Ich habe auch Gold im Feuer. Tatsache. Eine Maske. Und ein Scheiter. Das war jetzt eine äußerst schwierige. Da bist du ja endlich. Warum hat das so lange gedauert? Ja, ja. Ich hatte ein paar Probleme. Der Tempel ist gefährlich. Wir müssen weiter. Los, schnell. Warum hatte ich so eilig? Nur weil er ein anderer sein könnte? Dann hauen wir ihn um und nehmen uns einfach das alles. Oh. So ein Bild. Ein kurzer Schnaps des Abenteuers erhalten. Aha. Warte mal angucken. Ermöglicht es dir, Fallen frühzeitig zu erkennen. Hm. Nicht schlecht. Dann seid auch noch was. Boah, nicht da wegrollen. Roher Fisch. Das wär's ja jetzt. Ausweichrolle in den Abgrund. Boah, diese Mücken, ne? Oh. Warte, speichern. Alte Tempelhalle gefunden. Ein Krieger. Noch ein Krieger. Autsch. Aha. Aha. Das tat richtig weh. Was stupst denn um? Habt ihr bei euch Knochen, altes Schwert? Später vielleicht. Oh, ich will auch gar nicht mit dir reden. Das Gold einsammeln. Und hier den Pilz, ja, gleich habe ich gesehen, keine Panik. Alles zu seiner Zeit. Noch mehr Gold. So. Komm mal zu dir, Kapitän Degenkolb. Da liegt Kapitän Degenkolb. Ein alter Kontrahent von Admiral Alvarez. Sieht ganz so aus, als hätte unser Admiral einen Feind weniger. Er kam mit seinen Leuten hierher und suchte dasselbe wie wir. Den großen Schatz der Krabbenküste. Ich schätze, der Tempel hatte etwas dagegen, ihm seine Reichtümer einfach so zu überlassen. Wer weiß, wie lange wir noch durchhalten, bevor uns das gleiche Schicksal ereilt. Weiß Admiral Alvarez eigentlich, dass wir hier sind? Hm. Nein. Du hast es ihm also nicht erzählt, dass wir... Ach, komm schon. Er muss auch nicht alles wissen. Ich hatte nicht vor, den Schatz mit Alvarez zu teilen. Auch wenn er sich selbst für so etwas wie den Anführer der Piraten hält. Immerhin riskieren wir hier unser Leben. Bekommst du jetzt etwa kalte Füße? Dieser Tempel macht mir Angst. Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Ort. Wir hätten schon längst etwas finden müssen. Ein Hinweis, eine Spur, irgendwas. Wir waren ja noch nicht überall. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das noch will. Also sei vorsichtig. Ach, stell dich nicht so an. Altes Schwert. Mhm, noch ein Pilz. So, gehen wir erstmal hier hin.